Hallo, ich begrüße dich jetzt wieder mal live vom Wasser. Es ist 2020. Für mich war es jetzt eine längere Pause. Also ich habe ungefähr 4 Monate gar nicht geangelt. Das mache ich aber eigentlich jedes Jahr so, dass ich einen Winter fast auslasse. Und ich möchte jetzt wie immer zuerst mal kurz aufs Gewässer, auf die Bedingungen eingehen. Und zwar haben wir heute was ganz Spezielles vor. Also wir sind sehr spät angekommen in der Dämmerung, eh wie fast immer. Und deswegen müssen wir das jetzt bei Nacht filmen. Also wir haben jetzt ein paar Stunden Zeit und fischen mit sehr einfachen Methoden auf einem Vereinssee. Es ist der Vereinssee vom Lukas. Ich habe hier keine Berechtigung zum Fischen. Das heißt, ich bin eigentlich nur so mit der Kamera hier und filme ein bisschen. Und von den Bedingungen her ist es jetzt so, also es ist März, es ist eigentlich noch Winter. Wir hatten jetzt die ersten schönen Tage. Wir haben eine Wassertemperatur von ungefähr, keine Ahnung, wir haben es nicht gemessen. Ich sage jetzt einfach mal 10 Grad. Übertrieben warm wird es noch nicht sein. In der Nacht gefriert es noch, am Tag hat es so 15 oder 17 Grad. Und wir haben jetzt eine spezielle Bedingung. Und zwar ist gerade die Laichzeit der Frösche. Das heißt, am Uferbereich ist alles voller Frösche oder Kröten. Ich weiß nicht genau, was es das eigentlich sind. Und man hört auch die Walle in diesen Bereich rauben. Und daher liegt es auf der Hand, dass wir jetzt sehr ufernahe, also sprich 1, 2 Meter neben dem Ufer fischen und dort unser Glück versuchen. Für heuer in 2020 habe ich mir zum einen vorgenommen, mehr mit ihm hier zu fischen und auch wieder mehr auf stehenden Gewässern. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit. In Europa wütet ja zurzeit der Coronavirus und somit komme ich weder an die besten Gewässer noch ins Ausland. Und eigentlich ist schon grenzwertig, dass wir hier so nahe sitzen. Wir müssten eigentlich ein bisschen mehr Abstand halten. Oder sollte man. Wir haben noch keine Quarantäne oder sonst irgendwas. Also wir dürfen noch hier sein, aber die Frage ist, wie lange. Und somit kann ich auch nicht sagen, wie viel Video das heuer geben wird. Was jetzt noch speziell ist, wir fischen mit Leber. Das habe ich mir voriges Jahr vorgenommen, mit dem ich wollte das erste Mal wirklich einen Waller mit Leber fangen oder zumindest dabei sein. Und das ist uns eigentlich schon gelungen. Wir haben jetzt schon 2 Fische gefangen. Und wie wir da jetzt vorgehen und das Aufködern, ja, das wird euch eher erklären. Und das haben wir auch dann bei Tageslicht noch versucht zu filmen. Das werden wir alles jetzt der Reihe nach einblenden. Ich möchte jetzt noch mal kurz zur Stellenwelle was sagen. Also wie ihr gerade gesehen habt, fischen wir sehr nahe am Ufer mit einer sehr einfachen Montage. Es ist ja auch immer so ein Thema. Es muss nicht immer dieses Hypermoderne mit viel Schnickschnack sein. Also es reicht auch eine einfache Schwimmermontage. Und die hängen wir da jetzt 2 Meter neben dem Ufer in so ein Buschnähe rein. Zur Stelle selber kann man sagen, dass hier extrem flach ist. Also wir fischen in vielleicht einen halben Meter Wassertiefe. Das hat 2 Gründe. Zum einen, weil es am Tag sehr warm war und wir glauben einfach, dass die Walle jetzt in diesem tiefen, warmen Bereich sind. Und zum anderen haben wir eben hier diese Frösche, die Laichen. Und wir glauben auch, dass die Waller reinkommen, die Frösche
fressen. Und man hört sie auch rauben und somit sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, ja, das war richtig liegen. Vor allem haben wir auch schon zwei Wale gefangen. Ich werde euch die jetzt einblenden, zumindest einen. Er ist nämlich ein Spezialist. Also wir haben den gefangen, der war dann voll diesen Saft von der Leber, hat ausgeschaut, als würde er bluten. Er hat ihn dann abgewaschen und wie so oft hat ihn dann ausgelassen und ist gleich weggeschwommen. Also für das ist es ein Spezialist, dass die Wale gerne mal unabsichtlich auslässt. Ist jetzt halt passiert, gibt es halt kein Foto, war auch nicht groß. Und ja, also wir blenden jetzt den Fisch ein und nachher zeigt euch der Lukas genau die Montage und wie er jetzt aufködert. Also ich werde euch jetzt noch die Montage präsentieren. Wie der Daniel schon gesagt hat, fischen wir ganz normale Schwimmermontagen. Einfach einen kleinen Hechtschwimmer, wo Knicklicht reinpasst, einfach dass man den Biss auch sieht. Und dann Karabiner, Vorfach mit zwei Einzelhaken, wo wir die Leber raufgeben und ja, einfach zwei Einzelhaken, dass man ein bisschen mehr, also man einfach einen größeren Köder hat. Und die hängt dann so circa 20 cm unter Wasser. Also fast schon bei uns jetzt im Mittelwasser und der Schwimmer hängt in der Luft und einfach beim Biss sieht man dann auch, in welche Richtung der Fisch abzieht und man kann dann eigentlich eh gleich mit den zwei Einzelhaken gleich anschlagen. Der obere Einzelhaken ist ein bisschen größer, da hat dann auch mehr Platz und den unteren eigentlich ein kleines Stück dazu dann so zusammendrehen. Und so fischen wir das eigentlich. Dann hängt das circa so weit im Wasser. Schwimmer hängt in der Luft und beim Biss sieht man dann durch das Knicklicht, wo der Fisch hinschwimmt. Also als Köder nehmen wir jetzt ganz normale Hühnerleber. Und ja, die fischen wir hauptsächlich immer frisch. Und lassen die auch nicht irgendwie in der Sonne liegen, sondern kaufen die. Und dann am Abend, wenn wir fischen gehen, brauchen wir sie meistens auch meistens komplett auf. Man kann sie auch einfrieren und dann ist sie meistens sehr weich und fällt ziemlich schnell vom Haken wieder ab. Also wir haben jetzt insgesamt 4 Stunden gefischt und 2 Welse gefangen. Und ja, es ist noch ziemlich früh im Jahr. Vielleicht, wenn es ein bisschen wärmer wird, dass dann auch wieder besser läuft. Aber für das, was wir eigentlich nur am Abend jetzt 4 Stunden gefischt haben mit ziemlich einfachen Methoden, würde ich sagen, passt das schon. Und ja. Vielleicht machen wir noch eine Fortsetzung und abonniert uns auf YouTube, Facebook, kommen immer neue Videos und ja, bis zum nächsten Mal. Ich werde mich auch beim nächsten Mal wieder bemühen, dass ich die Kamera gerade hinstelle. Ich habe es zwar gesehen, dass es schief ist, aber mir ist eindeutig zu kalt, dass ich das jetzt noch ausbessern wollte. Und in diesem Sinn, ja, sieht man sich dann im nächsten Video wieder. Tschüss.